Leidenschaft eben beim Rock'n'Roll ist eine sehr, sagen wir mal, instinktive Sache, die im Körper passiert, die ich an sich in Worte gar nicht erklären kann. Das war eben die berühmteste Band der Welt und für die solltest du ein Cover machen und das war natürlich sensationell. Und ich habe dann Gott sei Dank diese Lösung gefunden, die auch alle gut fanden und habe mich dann hingesetzt und habe diese vielen Haare gemalt, was das Allerwichtigste zu der Zeit war. Das bin ich ja da in der kleinen Ecke. Da habe ich mich selber drauf gemacht und da hat John wahnsinnig drüber gelacht. Da hat er gesagt, so eine Frechheit, du machst dich auf unser Plattencover drauf. Ich bin heute noch begeistert und stolz, dass ich da einen Grammy für gekriegt habe.